Wir sind immer noch auf der Eurobike in Frankfurt und haben jetzt einen Schmankerl für die Freunde von E-Mountainbikes. Und ihr werdet sofort sehen, hier bei Husqvarna hat sich optisch etwas geändert. Der Reinhard erzählt uns gleich mal, was ist da auch technisch versteckt dahinter, weil die Marke ist ja seit 4 Jahren, denke ich mal, ungefähr aktiv und es gibt einfach Neuigkeiten und wir wollen mal hören, was sind die Vorteile und was habt ihr euch dabei gedacht. Ja, man sieht sofort hier im Rahmenbereich, in der Optik. Kannst du dazu mal erklären, was dahinter steckt? Ich stelle euch hier jetzt das MC6 vor, also das Mountain Cross. MC ist die Abkürzung für Mountain Cross. Besondere, komplett ein neues Rahmenkonzept. Wir haben hier einen kompletten Carbonrahmen. Den Motor haben wir etwas höher gedreht, somit auch der große 27er Akku darin Platz hat. Also das sind im Endeffekt die super Highlights, Vollcarbonrahmen, also der Hinterbau auch Carbon. Und hier in der vollen Ausstattung natürlich mit Fox Kashima. Das sind einmal die groben Highlights. Wenn man jetzt mal die Husqvarna-Modelle aus den Jahren davor sieht, ist ja auch designmäßig ein großer Unterschied. Du hast jetzt gerade erklärt, dass der Motor anders platziert ist, hat vor allen Dingen den Sinn, dass der Akku, der mehr Reichweite bietet, auch da genau reinpasst. Wie ist denn das in Zusammenarbeit mit euren Profifahrern? Haben die da mitgewirkt bei der Entwicklung oder ist es ein Rad, was eher eine andere Zielgruppe anspricht? Also es ist absolut mitkonzipiert worden von unseren Leuten aus dem Profisport. Wir haben hier auch ziemlich viel Arbeit darin eingesteckt, dass man wirklich wieder mehr oder weniger im Fahrrad und nicht auf dem Fahrrad sitzt. Also da richtig viel Zeit investiert und hier wirklich ein super sauberes Race-Bike eigentlich auch für den normalen Mountainbiker zusammengebracht. Wenn man sich jetzt mal die Geometrie anguckt, könnte man es eher beschreiben als gutmütig, als besonders laufruhig oder sehr verspielt? Oder wo habt ihr da die goldene Mitte für euch gefunden? Die goldene Mitte liegt im Endeffekt darin, dass wir jetzt da eben Mallet fahren, das heißt vorne 29 Zoll, hinten 27,5 Zoll. Dadurch bringen wir zusammen, dass wir einen relativ verspielten Hinterbau zusammen hier im Konzept haben und eine Laufruhe von 29er Vorderrad. Wir stehen jetzt am Topmodell. Welche Varianten habt ihr mit welchen Rahmenmaterialien, die so käuflich erhältlich sind? Genau, hier beim Topmodell natürlich MC6 Carbon, dann haben wir zwei weitere Modelle mit den MC5 auch in Carbon, MC4 auch in Carbon und dann noch drei weitere Aluminiummodelle mit MC1, MC2 und MC3. Ja, super. Also, wenn ihr euch die genauer angucken wollt, ich verlinke in der Videobeschreibung die Webseite, wo ihr alle Modelle in Ruhe anschauen könnt. Und natürlich vor allen Dingen spannend für Leute, die vielleicht mit einem anderen Budget rangehen, sind die Aluminiummodelle. Das werde ich euch nochmal zeigen. Und ich denke mal, auch optisch vom Design ist da für jeden was dabei. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann.